Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit der zweiten Folge zur Baugenehmigung für einen Holzstapel. Ja, da gab es einen Nachgang für dieses Video, was vor 7 Jahren von den Kollegen von Extra 3 gemacht worden ist. Und wir schauen mal an, was es damit auf sich hat. Denn als Zusatz zu diesem Video steht dann hinten dran, jetzt legal. Mal sehen, ob sie die Baugenehmigung erteilt haben. Wir gehen mal rüber in den Live-Bereich und schauen uns das Ganze zusammen an. So, hier haben wir wieder den Links. Und da seht ihr es hier oben schon. Ja, genau, hier steht's. Genau. Also vorwärts. Eine echte Berühmtheit im Inselhotel in Potsdam. Hier neben Jürgen Vogel links im Bild. Das war jetzt wirklich lustig. Jürgen Vogel links im Bild. Natürlich war Jürgen Vogel rechts im Bild, aber es ging ja um den Holzstapel, der rechts im Bild war. Nein, umgekehrt. Jürgen Vogel war rechts im Bild und der Stapel links im Bild. So musste es sein, genau. Genau, nur so zur Information. Und da sehen wir ihn nochmal in voller Gänze. Wenn ihr jetzt dieses Video als erstes guckt, schaut euch bitte das reale Irrsinn-React-Video davor an, was ich davor hochgeladen habe, weil das baut darauf auf. Dieser bekannte Holzstapel zieht Promis wie auch Heinz Hönig an. Doch der Reihe nach. 2016 bekam Hoteldirektor Burkhard Scholz Post von der Potsdamer Bauverwaltung. Laut § 2 der brandenburgischen Bauordnung ist so ein Holzstapel durch seine eigene Schwere mit dem Boden verbunden und damit eine bauliche Anlage. Ja, ja, ich finde das immer lustig, dieser Hinweis, durch die eigene Schwere ist er mit dem Boden verbunden. Aber was soll der Holzstapel denn sonst sein? Soll er in der Luft schweben? Ich hatte ja schon angebracht, er sollte ein Untergestell bauen, wo da nur 4 Pfeiler am Boden sind und dann das Ding oben drauf packen, dann ist es nicht mehr mit dem Boden verbunden. Aber sie haben wohl eine andere Lösung gefunden. Aber trotzdem, liebe Baugenehmigung, liebe das Bauamt Potsdam, ich finde es immer noch lächerlich. Daher braucht der Holzstapel nach § 54 brandenburgische Bauordnung im Landschaftsschutzgebiet am See eine Baugenehmigung. Ja, ich habe jetzt mal eine Frage. Liebes Bauamt Frankfurt, nur mal, weil ich ja daher komme. Haben die Bauämter, die Holzverarbeiter, also unter anderem auch das Forstamt Frankfurt, auch eine Baugenehmigung für die Holzstapel, die hier bei uns im Stadtwald stehen? Man fragt ja nur mal so. Dass es sich hier um eine bauliche Anlage handelt bei den Kaminholzstapel, finde ich lächerlich und kleinkariert. Doch für die Bauverwaltung ist klar, der Holzstapel verunstaltet das Orts- und Landschaftsbild. Räumt Herr Scholz den Stapel nicht weg, muss er eine Strafe von 1250 Euro zahlen. Es kann das sein, dass es jetzt nochmal kommt, aber falls es nicht kommt, ich kann euch sagen, im ersten Video hatten wir das, da wurden Bürger gefragt und die fanden das gar nicht Verunstaltung und haben sich auch nicht daran gestört, dass der Stapel da steht. Nur so mal am Rande. Anderenfalls würde man eine Zwangshaft beantragen, wenn ich diese Strafe dann nicht zahlen würde. Der Streit schaukelt sich hoch. Regionale und überregionale Zeitungen berichten immer wieder über den Haufen Brennholz. Schließlich landet der Fall sogar vor Gericht. Oh nein, nicht wirklich. Oder ihr habt das nicht wirklich vor Gericht gezerrt. Die Gerichte haben sowieso schon so viel zu tun und dann müssen die wirklich mit sowas kommen? Ja. Und im Übrigen, falls auf den Hinweis, den unser Kistenkader da gerade noch, ich sehe es so nebenher im Chat, ja, da gebe ich dir recht. Wenn jemand zu mir kommt und das sagt, schicke ich ihn zu dir. Doch dann ein historischer Tag. Wow. Am 9. November 2020 wird hier Geschichte geschrieben. Es gibt die Baugenehmigung für diesen Holzstapel. Nicht wirklich, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich warte ab, aber ich... Nee, das wär lächerlich. Dieser ominöse Stapel hat uns jetzt 4 Jahre beschäftigt und ich freue mich, dass wir nun hier Frieden schließen werden und die Stadt Potsdam und wir
reißen an diesem 9. November damit auch eine Mauer ein. Ja, genau. Auch noch als kleiner Funfact am Rande. In der ersten Folge haben sich die Leute des Bauamts Potsdam nicht vor die Kamera getraut. Sie haben auf die Gesetzlage verwiesen. Und ja. Hoteldirektor Scholz trifft sich zum Holzstapelgipfel mit dem Baudezernenten. Der hat den Kompromiss möglich gemacht. Das fällt ihm ein, nachdem er dann sowas gemacht hat. Echt lustig. Die Menschen, die hier im Hotel sind, wollen ja auch Landschaft genießen. Also müssen wir gemeinsam mit dem Eigentümer des Hotels dafür sorgen, dass die Landschaft wirklich noch intakt bleibt. Ey, Mann, mach doch die Augen auf. Das ist Natur. Das ist Landschaft. Das gehört dazu. Da muss man nichts. Die Gäste. Und die Gäste haben. Einige der Gäste haben selbst gesagt, dass es sie nicht stört. Was muss man da genehmigen oder beratschlagen? Das ist Natur. Das ist Holz. Vor drei Fernsehteams und zahlreichen anderen Journalisten verkündet Hoteldirektor Scholz dann die historische Wende im Holzstapelstreit. Jetzt alle Ohren gespitzt und zugehört, was ist die Lösung? Mit dem Holzstapel haben wir gemeinsam verabredet, dass dieser 15 bis 20 Meter weiter weggeräumt wird, damit nicht mehr das Landschaftsbild beeinträchtigt. Nicht ernsthaft. Nicht wirklich ernsthaft. Sie stellen ihn 10 bis 15 Meter zur Seite. Dann ist er doch immer noch im Land, immer noch da. Er ist immer noch, hat immer noch eine eigene Schwere, mit der er auf dem Boden steht. Und müsste dann immer noch nach dem Gesetz eine Baugenehmigung haben. Und das fällt euch jetzt an. Nee, das ist nicht nur Irrsinn. Nee, das ist völlige Verrücktheit. Ruft bitte die Männer mit den Jacken, wo man sich selbst umarmt. Getan. Gemeinsam statt gegeneinander. Symbolisch schleppen wir ihn jetzt da. Ja, okay. So geht Versöhnung. Während jahrelang Welten zwischen der Stadt und Herrn Scholz lagen, liegt die Lösung jetzt nur schlappe 15 Meter entfernt, knapp außerhalb des Landschaftsschutzgebiets. Ah, okay. Das muss man jetzt dazu sagen. Das wurde nämlich im ersten Video nicht gesagt. Es ist ein Landschaftsschutzgebiet. Dann sieht die Sache vielleicht schon ein bisschen anders aus, aber nur vielleicht. Und hier ist auch keine Baugenehmigung möglich. Nein. Von hier nach hier. Ein kleiner Schritt für den Holzstapel, ein großer für die Bürokratie. So, ganz ehrlich. Hätte man im ersten Video gesagt, es handelt sich da, wo der Stapel steht, um ein Landschaftsschutzgebiet, hätte das Ganze vielleicht ein bisschen anders ausgehen. Aber nur vielleicht. Und man muss doch etwas bedenken bei der ganzen Sache. Es ist Holz. In diesem Holzstapel sind natürlich auch Lücken. Und in diesen Lücken könnten Tiere unterkommen. Eidechsen, Schnecken, Ameisen, Holzwürmer, was nicht sonst noch alles. Wobei die armen Holzwürmer. Das gehört dann ja auch zum Schutz dazu. So, nur so am Rande. Aber es ist trotzdem eine wichtige Information, die gefehlt hat. Und dadurch wurde das Ganze im ersten Video schon zum Unsinn. Im zweiten wurde es zur Verrücktheit, dass man das ganze Ding nur 15 Meter versetzt hat. Ist eine schöne Art, um das Ganze zu lösen, gebe ich zu. Und ich kann auch wieder nur sagen, danke Schildi für diesen Vorschlag, auch beim zweiten Video. Das ist richtig lustig gewesen. Aber es ist wieder mal typischer Irrsinn in Deutschland, so kann man es nur sagen. Und ich freue mich darauf, dass wir noch viele, viele weitere Videos in dieser Art haben werden und weiter gucken werden. Also ich habe jetzt gerade gesehen, es kam gestern wieder ein neues Video hoch, was dann auch in meiner Liste landet. Und wir werden dann noch viel, viel zu gucken haben, das kann ich euch garantieren. Aber für heute bleibt mir dann nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch, wäre nett. Abo und Glocke habe ich ja schon gesagt. Wäre auch schön, wenn das wirklich mal ein paar Leute machen würden. Weil, wie gesagt, viele, viele bei mir im Stream sind da noch gar nicht, keine Abonnenten. So, von mir gibt es hier ein Däumchen nach oben. Abo habe ich ja schon. Und ja, wenn ihr euch das Video mal ohne Kommentar anhören wollt oder ansehen wollt, unten in der
Videobeschreibung ist es verlinkt. Da unten ist natürlich dann auch noch ein Stückchen weiter unten drunter die Möglichkeit, Kommentare dazulassen, Anregungen, Ideen, Kritiken und so weiter. Wenn ihr das machen wollt, bin ich euch auch dafür dankbar. Freue mich darauf und beantworte jeden auch einzeln von mir selbst. Ihr kriegt dann von mir eine Antwort. So, jetzt haben wir es. Gut. Für diese Folge bleibt mir dann am Ende nach allem nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Josie.